So, liebe Leute, die letzten 10 Stunden in Transferliste stehen an, oder Transferzeitraum. gucken wir mal, ob das alles klappt hier. Okay, Ingolstadt hat angenommen mit Gnasi, Olympique Lyon hat angenommen mit unserem rechten Flügelspieler und Leverkusen hat angenommen. Gehen wir mal rein, also, fangen wir an mit Ingolstadt. Gnasi natürlich. Ja, was verdienen unsere denn so? Ich glaube, die verdienen alle so um die 5.000, ne? Also bieten wir auch mal hier 5. So, Torprämie 5%, Rolle im Kader. Rotationsspieler ist er. Gucken wir mal, ob das klappt. 5.500 für Gnasi. Dann haben wir hier den G. 5. 6. Ah, komm, wir bieten mal auf 5, ne? Wir brauchen ja auf der Seite noch Spieler. Alles klar. Ich würde schon bald sagen. Rotation, künftiger, keine Angaben. Wir machen mal keine Angaben. Eigentlich ist er im Stamm. Also, ich würde ihn ganz gerne für den Park reinnehmen. Weiß noch nicht, ob er besser ist. Das weiß ich ja noch nicht, aber ich hoffe es zumindest. Was haben wir hier? Ah, okay, der Meffert. Aber wir haben ja auch Chor eigentlich gekriegt schon, ne? Gucken wir mal. 5. Ja, bieten wir auch mal 5. Rotationsspieler fürs Defensive. Weil Core ist ja nur ausgeliehen, da wäre der nochmal vielleicht eine Alternative. Das ist das hier abgelehnt. Hallo ran. Okay, alles klar. So, E-Mails haben wir gecheckt. Ne, noch nicht alle gecheckt. Da ist noch E-Mail. Was ist denn da noch? Was fehlt denn noch? Ach, hier. Angenommen. Ah, das ist Core. Da habe ich es. Hab's doch gelesen, wollte ich sagen. Ich habe doch eben noch was gelesen, noch angenommen. Super. Dann haben wir den im Kader. Dann gehen wir mal wieder in die Zentrale. Gucken wir mal, dass sie die Verträge jetzt annehmen. Dann müssen wir eigentlich nur auf E-Mail warten, glaube ich, ne? Einmeldungen, News aus aller Welt, das ist interessant. Vereins-News, Karlsruhe schließt Leihgeschäft ab, klasse. Aus aller Fans in Vorfreude auf Nachschlag von YouTube. Ja, aber noch ist ja nichts los. Von YouTube lebt lobt vorm starken Gulde, das stimmt, das haben wir ja gemacht. Cool. Baron vor seinem Debüt. Barcelona verhandelt mit Manchester City über Aguero. Das ist auch schon eine Weile, oder? Auf geht's, komm. Wo bleiben die Mails? Noch nicht da. Nochmal. Komm schon. Nimm die scheiß Verträge an, Jungs. Nochmal, komm. Da sind 3. Okay, 3 Antworten, super. 6 Stunden noch. Akzeptiert. Meffert hat akzeptiert. Wir gucken mal kurz. Abgelehnt. Okay, Gnasi hat akzeptiert. Erstmal nehme ich Gnasi an. Super, bestätigen. Klasse, den brauchen wir ja. Den Meffert können wir auch gleich mitnehmen. Den brauchen wir ja auch mittelfristig zum Aufbauen. So. Neuverpflichtungen, alles klar. Da können wir dann im Teammanagement das weiter einstellen. Aber hier wurde abgelehnt. Ein G hat abgelehnt. Was haben wir ihm geboten? Dann müssen wir mal 6 bieten, wa? Dann scheint er doch richtig gut zu sein. Also, dann machen wir aus ihm mal einen Stammspieler. Dann scheint er doch richtig gut zu sein. Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt mit ihm. Weiter geht's. Büro. Noch keine Nachricht. Komm schon. Nimm an. Los, los, los. Nochmal. Eine Stunde drauf. Jetzt wird's kritisch, kurz vor Schluss. Noch nicht, jetzt vielleicht. 2 Stunden noch. Den kriegen wir den Jungen nicht? Ich werde verrückt. Da ist eine Nachricht. 1 Stunde vor Schluss. Ist natürlich super spannend, ne? Akzeptiert, alles klar, annehmen und bestätigen. Am Ende bleiben noch 44. Ja, wir haben komplett Geld ausgegeben. Super. Ja, eigentlich, das ist wirklich gut. Das müssen wir ja. Gucken wir mal. Also, wo haben wir die Jungs? Park. Park muss, habe ich gesagt, soll raus. Dafür kommt der gleich rein hier. Der Hinji. Der hat eine 59. Auch ist nicht schlecht. Aber guck mal. Antritt, Sprintgeschwindigkeit, das ist gut. Sprungkraft kann halt nicht so. Clinton Hinji. Aber der Rest ist gut. Dominic Kor ist defensiver Akteur. Meffert wird nur mit der Mannschaft trainieren. Der hat noch keine Einsätze oder ist noch nicht geplant zumindest. Dann haben wir hier Kempe. Knasmüllner, ganz wichtig. Für Van Hagen rein. Jetzt haben wir auch richtig Alternativspieler, ne? Jetzt haben wir richtig Spieler am Start. Ein Stürmer wäre ja nicht schlecht. Ein
Dürmer noch für Jabo. Oder ja, für Jabo, der hat nur eine 64. Ja, auch erst 21, ne? Ist auch noch recht jung. Gut. Aber wir brauchen noch einen Stürmer vorne, würde ich sagen. Also, Gnasi, wir gucken jetzt einfach mal, wie es aussieht mit den Rollen, Spielerrollen, wer was übernehmen kann. Okay, das ist unser Kapitän. Das ist in Ordnung. Wen haben wir denn hier? Für Freistöße, das ist interessant. Krebs, Freistoßpräzision 61, oh ja, guck mal, sogar noch der Beste, oder? Oh ne, hier, Hennings, super, Flanken, wer macht die Flanken? Lass mal Krebs machen. Man sieht halt leider nicht, wie es aussieht mit den anderen Spielern, ne, ob die auf der Bank sitzen, das wäre halt gut zu wissen. Da lassen wir die recht mal da schießen, so, recht, Alibas, das sind Ecken jetzt, ne, das sind Ecken, so, wieder Krebs. Und nochmal Krebs. Also, haben wir das auch eingestellt. Schnelltaktiken. Karlsruher Standard. Ballbesitz, Konter, hoher Druck. Verfügbare Taktiken, Konter, hoher Druck, Ballbesitz, individuell Karlsruhe 1. Ja, das lassen wir mal raus. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu. Wenn wir da ein bisschen, oder wenn ich ein bisschen mehr Ahnung habe oder noch mehr Skill. Guckt, also letzte Stunde, da kommt nochmal Büro rein. Was ist los? Im Büro gibt es nochmal Nachrichten. Gucken wir mal schnell. Du hast Verletzung? Wer? Alibas! Innenband, 3 Monate. Pünktlich zum Transferende. Ah, leck mich doch. Mast kann dahin. Okay, Mast haben wir reingesetzt. Und dann kann Alibas muss raus. Und dann kommt Jabo rein. Da wissen wir, wer der Babo ist. Klasse. Ärgerlich. Alibas, 3 Monate gleich. Wird sofort zurückgeworfen. Der war gar nicht so schlecht auf der Seite. Okay, ja gut. Hoffen wir mal, dass das klappt. Aber sonst habe ich keinen, ne? Gnasi können wir reinstellen da. Ja, dann machen wir das auch. Dann machen wir. Der ist sogar noch ein bisschen stärker. Das ist ja klasse, der kriegt sofort sein Startdebüt und der muss wachsen hier. Der Kameruner, der muss schnell zulegen. Spezialitäten noch keine, aber der ist schon schnell, das ist wichtig. Aggressivität fehlt noch ein bisschen, Stellungsspiel ist noch ein bisschen schwach, aber der Rest, was hat er denn? Dribblings, 66, okay. Hoffen wir mal, dass das klappt, dass das mit dem klappt, ich bin zuversichtlich. Bei Gnasi sind richtig gute Werte am Start. Guck mal, gar nicht so schlecht. Nur Schnelligkeit geht. Ist schön ausbalanciert. Solide halt in allen Werten, ne? Zumindest von den körperlichen Sachen. Von den konditionellen Sachen nicht schlecht. Und das ist auch recht ausgeglichen. Also hoffen wir mal, dass das funktioniert. Also. Hoffen wir mal. Auf geht's, Leute. E-Mails noch. Was haben wir denn noch hier? Alles klar, abgelaufen. Heutige Gesamtausgaben 122 Millionen. Ja, da sind wir weit von weg. Auf geht's. Zum nächsten Spieltag. Da kommt's. Gegen Arminia Bielefeld. Na, das wird spannend. So, da drüben haben wir nochmal ordentlich Nachrichten. Checken wir gleich mal. Aktuell ist aus Deutschland. Ich habe hier noch einen Bericht aus Deutschland. Aktuell aus Frankreich. Aktuell, okay, beide Länder nochmal aktualisiert. Scouting-Update monatliches haben wir da. Das ist ein Jugendspieler. Sehr gut. 58 bis 64. Oh, das ist aber. Gut, das ist der noch der Beste, ne? Wir nehmen den mal rein, oder? Das ist ein Torwart. Oh. Was ist das hier? Unbekannt, alles unbekannt. Gesamtpotenzial 50 bis 70. Schon recht mager, ne? Wir nehmen den mal hier rein. Hier sehen wir noch ein bisschen Werte, die ja schon zu sehen sind. Wir nehmen den mal, den Nirichlo. Unterschriftsbonus 25.000, Wochengehalt 500. Okay. Habe ich den jetzt verpflichtet oder ist der... Ah, habe ich den jetzt... Ah, okay. Habe ich den jetzt direkt in meiner Mannschaft? Das wär ja spannend. Nationalteam, abgestellte Spieler. Nur einer, Mikanski, ist
bulgarischer Nationalspieler, nicht schlecht. Aber doch nicht heute, oder? Nee, heute ist er da. Oder? Ja, der ist da. Okay. Das wäre natürlich jetzt ein Burner gewesen. Habe ich jetzt, also wollte ich ja gucken, wollte, habe ich jetzt den Spieler gekauft direkt? Nö. Van Hagen, Kempe, Mauersberger, Meffert? Nö, habe ich nicht. Okay, alles cool. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich den jetzt sofort gekauft hätte. Oder ist der jetzt in meinem... Wir gucken mal rein. Man muss es halt rausfinden, wo der jetzt drin ist. Büro. Transfers. Spieler suchen. Globales Netzwerk. Büro. Jugendstab. Okay, das bringt mir so nix. Ah ja, hier ist die Fußballschule. Hier haben wir es doch. Hier haben wir es doch. Fußballschule. So, spielbereit. Ah jo, jetzt kannst du den da hier verpflichten. Vertrag anbieten. Ah ja, guck. Jetzt haben wir den da drin. Müssen aber doch, den musst du dann reinholen für 25.000. Das ist echt krass. Also gucken wir mal, wie der sich entwickelt. Das werden wir dann sehen. Super. Super, 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 super. Läuft alles. Und jetzt geht's los gegen Bielefeld. Liebe Leute, bis gleich in der nächsten Folge. Ciao, ciao.